shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar, da hat ein fleißiger Modder irgendwas herausgefunden, was angeblich im Gamecoding drin steht. Ich habe natürlich auch selber gleich danach geschaut, ob ich das auch selber finde und vielleicht noch zusätzliche Informationen rausziehen kann oder ob ich mich da wirklich auf die Aussage von dem amerikanischen Modder verlassen muss. Aber dem war jetzt nicht so, ich habe selber darüber nichts gefunden, aber es kam jetzt neulich etwas sehr Interessantes ins Gamecoding und das bestätigt auch die Vermutung, die ich in einem meiner letzten Easter Egg Videos gesagt habe, dass Easter Eggs nach und nach von Rockstar Games mit ins Spiel kommen. Das heißt, das Mount Chiliad Easter Egg ist meiner Meinung nach im Moment noch überhaupt gar nicht lösbar, sondern es wird erst im Laufe der Zeit, wenn neue DLCs ins Spiel kommen oder andere herunterladbare Inhalte, dass dann erst das Mount Chiliad Easter Egg lösbar ist. Aber was ganz wichtig ist oder sehr interessant ist, dass auf jeden Fall neue Triggerpunkte ins Spiel kamen. Der amerikanische Modder meint, dass es auch hier sein sollte. Und da gibt es ja die komische Nummer, um ein schwarzes Handy zu bekommen. Da gibt es eine kleine Explosion über euch, wenn ihr eine ganz bestimmte Nummer in der Story ja einfach mal wählt. Ich wähle die ganze Nummer mal, damit ihr seht, was da passiert. Und zwar die Nummer ist die 1, 3 mal die 9, 3, 6, 7, 3, 7, 6, 7. Wenn ihr die anruft, dann passiert so eine kleine Explosion über eurem Kopf, wenn ihr sie dann auch richtig gewählt habt. Und dann werdet ihr sehen, dass euer Handy plötzlich schwarz wird. Ich möchte auch gar nicht so genau auf dieses Easter Egg eingehen, weil ich denke mal, die meisten von euch kennen es schon, da wurden auch schon tausende Videos darüber erzählt, aber ich will es einfach nur ganz kurz beiläufig machen, falls es doch jemanden gibt, der es noch gar nicht kennt. So, jetzt seht ihr die kleine Explosion über dem Kopf und ja, passiert eigentlich jetzt großartig noch nichts, außer dass ihr jetzt ein komplett schwarzes Handy habt, das eigentlich ja so als defektes Handy zählt. Und laut dem amerikanischen Modder stand da was im Gamecoding drin, dass das einen Trigger verursacht oder ja, bewirkt. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was ein Trigger ist, und zwar ganz kleines Beispiel, damit ihr wisst, was ein Trigger ist, für die Leute, die es nicht wissen. Ihr erschießt irgendeinen Passanten auf der Straße und dann löst den Trigger Polizei aus. Also dann habt ihr automatisch Sterne und das ist einfach ein Trigger. Ihr macht irgendwas und irgendwas im Hintergrund passiert dann oder aktiviert ihr dadurch. Und da hat halt ein Mono herausgefunden, dass wenn ihr die Nummer jetzt wählt, entweder hier oder im Hippie Camp oder so, da tut es ein bisschen komisch erzählen, weil es einfach nur im komischen Gamecoding drinsteht, man kann damit noch nichts anfangen, dass dann irgendwas passiert, dass es quasi der erste Trigger ist, der jetzt ins Spiel kam, dass man das Mount Chiliad Easter Egg endlich mal schafft, eventuell zu lösen. Ich bin immer noch der Meinung, dass es noch nicht ganz fertig programmiert wird oder wurde, das ganze Easter Egg, damit einfach das ganze Mysterium um den Mount Chiliad, dass das halt immer noch lang am Leben bleibt, damit es für die Leute interessant bleibt. Aber auf jeden Fall, diesen Trigger, der kam jetzt auf jeden Fall ins Spiel und es hat auch was mit dem Omega-Typen zu tun. Also es gibt ja eine Story für die Leute, die es halt durchgespielt haben, den KBL, wie er sich selber nennt, also auf Deutsch dann kohlenstoffbasierte Lebenseinheit, nennt sich der komische Freak im Hippie Camp, wo ihr auch den Space Docker bekommt. Den bekommt ihr, wenn ihr 50 Omega-Raumschiffteile eingesammelt habt, zu ihm fährt und dann in irgendeinem komischen Wohnwagen könnt ihr euch dann den Space Docker für die Story rauslassen. Und der hat auf jeden Fall auch was mit dem zu tun, weil da gibt es so einen Dialog, wo er irgendwas erzählt mit Pac-Man. Das könnte natürlich, Pac-Man kann natürlich viel sein, aber es könnte natürlich auch das Jetpack sein, wo jetzt viele vermuten, weil im weiteren Text steht auch noch drin, dass ihr dorthin fliegen sollt oder irgendwas mit Fliegen steht da ganz lustig drin, wo jetzt wirklich darauf schließt, dass ein Jetpack damit gemeint ist. Und dass man halt diese Nummer dazu braucht. Und dann dachte ich mir, okay, ich probiere jetzt einfach mal die Nummer an ein paar verschiedenen Orten aus und gucke einfach mal, was passiert. Und dann bin ich natürlich hier zu den, ja, 4 Pfeilen Easter Egg hingegangen, wo angeblich ein Clown sein sollte, nicht. Und habe es einfach mal da probiert. Übrigens, das mit dem Easter Egg mit den 4 Pfeilen habe ich, glaube ich, herausgefunden. Und zwar, ich glaube, das soll ein Hinweis an die GTA 5 YouTuber sein, dass man mehr rote Pfeile in das Thumbnail einbauen soll. Und das will Rockstar uns damit sagen. Nein, Spaß. Ich weiß immer noch nicht, was die 4 roten Pfeile damit zu tun haben. Aber ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich gehe jetzt hier an den letzten roten Pfeil, den ich gefunden habe. Aktiviere auch mal diesen Zahlencode, beziehungsweise ruf mal die Nummer an und guck, was passiert. Und leider ist es nichts passiert. Und wenn ich dann schon da bin, dachte ich mir, ich besuche mal unseren komischen Clown, der hat auch diesmal Ladehemmungen, aber vielleicht kann ich ihn hervorrufen, wenn ich einfach diese komische Nummer nenne. Ich weiß nur nicht genau, wie man die komische Nummer nennen. Schwarze Handy-Nummer, egal. Auf jeden Fall, die komische Nummer rufe ich jetzt am besten jetzt auch mal an und vielleicht habe ich ja Glück und der ist ein Clown spawnt. Puff. Nee, ist natürlich nicht gespawnt, war zu erwarten.
Ich bin natürlich auch hier an diese Stelle hingegangen, wo, glaube ich, der absolute Lieblingsort zumindest mal für die ganzen YouTuber ist oder war. Aber ja, ich soll jetzt nicht abwerten, klingt auch, ich finde den ja, Ort hier sehr interessant und mysteriös und es könnte natürlich was sein. Und auch hier habe ich das Telefon verwendet und ihr seht ja schon die ganzen Risse in der Türe. Und das ist auch die Türe, die sich wahrscheinlich auch nicht öffnen lässt, auch nicht in ferner Zukunft, weil die sich einfach so dumpf anhört, dass dahinter wahrscheinlich nichts ist. Deswegen bin ich auch mal zu T01 gegangen, wo meiner Meinung nach ein bisschen interessanter ist. Und da muss ich dann trotzdem irgendwas sagen, da sah das dann doch schon ein bisschen anders aus, wo ich wirklich ja auch selber überlegen musste, wie ich das jetzt hinkriege. Weil ihr habt ja die Tür gesehen, dass da die ganzen Risse sind von der Explosion. Und ich muss auch wirklich sagen, der Trigger von dem Handy, ich glaube, das ist wirklich der erste Startpunkt, um das Mount Gilead Easter Egg zu lösen. Ich weiß nur nicht, wo man es auslösen muss, an welcher Stelle, um den ersten Trigger auszulösen. Aber ich dachte mir, jetzt gehe ich einfach mal zu T01 hin und löse es auch da mal aus. Und was ich da gehört habe, also jetzt hört ihr jetzt schon im Hintergrund für die Leute, die es wirklich noch gar nicht wissen, dass die Tür sich anders anhört und dass da viele Leute ja denken, dass dahinter irgendwas sein könnte. Aber auch ich finde es nicht so abwegig, muss ich dazu sagen. So, jetzt tue ich erstmal das Handy wieder auf normal stellen. Jetzt rufe ich die Telefonnummer nochmal an, um das Ganze zu aktivieren. Und wie ihr seht, die Explosion, irgendwie wird die Tür nicht wirklich schwarz. Also die ganze Wand, da sind die ganzen Risse drin von der Explosion. Dachte ich mir, okay, vielleicht stehe ich ein bisschen falsch und habe es jetzt ein paar Mal probiert, um einfach mal auch die Textur von dieser Tür zu ändern. Aber ich habe es wirklich nicht geschafft. Ihr seht es ja schon im Hintergrund. Ich tue jetzt ein bisschen schneller das Ganze machen. Aber ich habe es wirklich nicht geschafft. Und das finde ich dann doch wieder vielleicht ein bisschen mehr interessant. Auf jeden Fall, mit diesem Telefon schafft es auf jeden Fall den ersten Trigger, oder gehe ich davon aus, dass es der erste Trigger ist, um das ganze Mount Gilead Easter Egg zu lösen. Weil beim Bestie vs. Yeti oder Bigfoot, da war ja auch extrem viele Triggerpunkte, die man ablaufen musste. Erst mit dem Peyote-Kakteen, dann die goldenen 5 oder 7 Peyote-Kakteen, ich glaube 7 waren es. Und dann musste man den Weg ablaufen mit den ganzen Leichen und am Schluss kam ja am Schluss das Biest, wo man dann gegen kämpfen musste. Und ich glaube, es wird... Das Mount Gilead Easter Egg wird einfach noch brutaler und noch schwieriger. Und deswegen ist jetzt erstmal rauszufinden, wo ist der erste Triggerpunkt, um das Mount Gilead Easter Egg zu lösen. Deswegen war ich jetzt auch an dieser Stelle. Ja, und um euch jetzt nicht komplett im Regen stehen zu lassen, so wie ich jetzt gerade stehe, dachte ich mir, ich zeige euch dann doch noch was Interessantes, was man mit dem schwarzen Handy machen kann, weil es ist jetzt eigentlich nicht ohne. Und zwar, ich habe mich jetzt mal hier auf der Karte begeben und da ist die Radiostation von Rebel Music, heißt es, glaube ich. Und die befindet sich hier auf der Karte und wenn ihr euch dorthin begebt, es muss allerdings, wenn ihr das machen wollt, also selber machen wollt in der Story, muss es allerdings sehr spät nachts sein oder früh morgens. Also bei mir hat es nur geklappt, zwischen 2 und 3 Uhr nachts hat es angefangen und es ging ja bis 6 Uhr oder 6.30 Uhr morgens. Und danach habe ich es einfach nicht mehr hinbekommen. Also macht es am besten ja spät in der Nacht oder früh am Morgen, um das Ganze mal zu aktivieren. So, am besten nehmt ihr euch da ein Auto und stellt euch das mal irgendwie so hin, dass ihr oben auf das Dach drauf kommt. So, wenn ihr dann hier oben seid, wir haben es jetzt kurz nach 2, aktiviere ich mal kurz nochmal das schwarze Handy und gucke einfach mal, was passiert. Über mir kommt natürlich die Explosion und dann habe ich jetzt einfach mal gewartet und gehört, ob sich da irgendwas tut oder ob ich da irgendwas höre, ob sich was verändert und es ist einfach nichts passiert. Ich habe es einfach wirklich 3 oder 4 Mal probiert. Ich bin dann auch unter den Sendemast gelaufen, um zu gucken, was passiert. Und irgendwann mal hat es bei mir geklappt, dass ich einen Morsecode gehört habe. Ich blende ihn auch nachher euch ein. Ihr könnt auch wirklich euch das selber anhören. Geht am besten selber hin, wenn ihr mir nicht glaubt, und probiert das Ganze selber. Ich finde es wirklich extrem interessant. Leider wollte ich mir den Morsecode aufschreiben und einfach mal schauen, was für ein Wort oder was für Sätze dort gesendet werden. Aber durch den lauten Wind, der im Hintergrund ist, hatte ich irgendwie keine Möglichkeit, da irgendwann was herauszufinden. Ihr könnt es am besten jetzt auch mal selber probieren. Ihr könnt natürlich das Ganze mal aufschreiben. Also für die Leute, die ungefähr wissen, wie das mit dem Morsecode funktioniert. Wäre natürlich sehr geil, wenn wir rausfinden würden, was dort wirklich gesendet wird. Weil es könnte natürlich uns zum Easter Egg Mount Gilead weiterhelfen. Aber durch den Wind, wo ich da im Hintergrund hatte, ich konnte ja manche Zeichen einfach nicht erkennen, weil der Wind einfach lauter war. Ihr könnt natürlich auch die Geräuschstärke ein bisschen höher stellen, falls ihr so ein leises Headset oder sowas habt. Aber ich habe es wirklich probiert. Ich hatte wirklich aufgrund von dem Wind keine Chance. Und ich blende euch jetzt einfach mal die ganzen Geräusche ein, die ich gehört habe. Und dann könnt ihr euch ja eure eigene Meinung bilden. Aber ich finde es extrem interessant, dass Rockstar sowas einbaut. Und ich glaube, diese Funktürme sind nicht ganz ohne. Aber ich blende euch jetzt gerade mal ein, damit ihr hört, was ich jetzt gehört habe.
Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Morsecode. Ich hoffe natürlich, dass ihr es gehört habt. Also das war das Piep, 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 Piep im Hintergrund. Und falls ihr wirklich wissen wollt, was dort gesendet wird und ihr gar keine Ahnung habt, was überhaupt ein Morsecode ist oder wie man das liest, ich hau euch mal so einen Link von Morsecodes unten in die Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr es mal selber mal euch ein bisschen durchlesen und mal schauen. Vielleicht findet ihr da was raus und habt vielleicht nicht so laute Windgeräusche wie ich, wo dann irgendwann mal, ja, verzweifelt irgendwie aufgeben musste, weil ich einfach die Codes nicht mehr gehört habe oder die Signale nicht mehr gehört habe. Wäre natürlich cool, wenn ihr da irgendwie schauen würdet oder wenn ihr schauen würdet, dass und ihr was rausfinden würdet, wenn ihr mir da Bescheid geben würdet, weil ich glaube, es könnte natürlich der nächste Schritt zum Jetpack oder zum Mount Chiliad Easter Egg sein oder zu was komplett Neuem, was wir noch gar nicht wissen, was uns vielleicht noch in GTA 5 so alles erwartet. Ja, und wenn ihr einfach noch mehr Bock auf Easter Eggs habt, ich habe da in letzter Zeit noch ein paar gemacht, ihr könnt natürlich auch dort in die Videobeschreibung reinschauen, da habe ich ein paar verlinkt. So, ich bin an der Stelle raus, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ciao, euer Zeddy.